Es sind schwierige Missionen für Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Eine dreitägige Reise führt Scholz heute nach Nigeria und Ghana. Wichtiges Thema unter anderem die Migration. Und genau darum geht es auch, wenn Nancy Faeser heute in Marokko Regierungsvertreter trifft. Aber Marokko hat wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute. Angesichts stetig steigender Flüchtlingszahlen bleibt die Migration aber ein Hauptthema hier in Deutschland. Sozialleistungen für Asylbewerber unter besonderen Umständen sogar auf Null reduzieren. Das ist der jüngste markige Vorstoß, um Deutschland als Einwanderungsland unattraktiver zu machen. Der kommt von der FDP. Wer nur komme, um den Sozialstaat auszunutzen, habe auch kein Aufenthaltsrecht, meinen Justizminister Buschmann und FDP-Chef Christian Lindner. Der Justizminister und ich haben das vorgeschlagen, weil es doch offensichtlich ist, dass unser Sozialstaat mit seinem im europäischen Vergleich sehr hohen Leistungen, selbst für diejenigen, die da gar kein Aufenthaltsrecht haben, dass der wie ein Magnet wirkt und das muss abgeschaltet werden. Die ungebremste Zuwanderung brennt der Ampel unter den Nägeln. Auf die Frage, ob es der Regierung gelinge, dafür eine Lösung zu finden, meinen nur 18% der Bürger ja. 72% glauben dagegen, dass dies nicht der Fall ist. Die Bundesinnenministerin macht sich deshalb heute auf den Weg nach Marokko. Das Wichtigste sind jetzt Rückführungsabkommen. In ähnlicher Mission ist der Bundeskanzler bereits gestern nach Nigeria losgeflogen. Afrikas bevölkerungsreichstes Land zählt zu den Hauptherkunftsländern von afrikanischen Asylbewerbern in Deutschland. Die Anerkennungsquote ist aber vergleichsweise gering. Der Kanzler will die Einwanderung besser steuern. Es geht zum einen um die Frage der Eröffnung von Möglichkeiten für Talente aus Nigeria in Deutschland berufstätig zu sein auf Basis legaler Migration. Und gleichzeitig geht es darum, dass die irreguläre Migration zurückgedrängt wird. Und das geht eben nur in enger Kooperation miteinander, zum Beispiel auch durch Migrationsabkommen. 14.000 Nigerianer gelten in Deutschland als ausreisepflichtig. Die Rückführung in deren Heimat ist aber schwierig, weil die meisten von ihnen keine Papiere haben. Dieses Jahr wurden bis Ende September nur 262 Nigerianer abgeschoben. Bei seinem Besuch hat der Kanzler die Chance und Aufgabe, die Zahl der Rückführungen zu erhöhen.